Innenminister Joachim Herrmann hat den stationären Grenzkontrollstellen zu Österreich mehrfach einen Besuch abgestattet, um sich von der Zusammenarbeit zwischen Bundes- und Landespolizei zu überzeugen. Waren 2016 noch 123.700 unerlaubte Einreisen an der deutsch-österreichischen Grenze registriert worden, so waren es 2017 nur noch 14.630. Die meisten der festgestellten Migranten kamen aus Nigeria, Afghanistan, Syrien und dem Irak. Etwa 7.000 wurden noch vor Ort wieder zurückgewiesen. Die Bundespolizei prüft natürlich an der Grenze, also an der deutsch-österreichischen Grenze, wo die Grenzkontrollen stattfinden, die Einreisevoraussetzungen. Und sollte jemand nicht über die nötigen Einreisevoraussetzungen verfügen und auch kein Schutzbegehren in Deutschland stellen, dann weisen wir diese Person nach Österreich zurück. Die Grenzen versuchen die Migranten dabei nicht nur zu Fuß oder geschmuggelt in Autos zu überqueren. Viele wurden auch auf Güterzügen aus Italien kommend entdeckt. Insgesamt wurden fast 1.000 Migranten bei dieser Art der Reise festgestellt. Aufgrund der Lebensgefahr werden diese Schwerpunktkontrollen im Bereich Raubling bzw. Rosenheim durchgeführt. Hier wurden etwa 40% festgestellt. Etwa 60% der Migranten wurden dann im Bereich München, vor allem an den großen Rangierbahnhöfen, festgestellt. Die Bundespolizei hat auf die Einsatzlage reagiert. Neben den bisherigen 2 Inspektionen in Passau und Rosenheim wurden im November 2 weitere Inspektionen in Freilassing und Kempten in Betrieb genommen. Die Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze werden nach wie vor in gleicher Art und Weise durchgeführt. Das heißt, an den 3 großen Autobahnübergängen auf der A3, auf der A8 und auf der A93 finden stationäre Kontrollen statt. Dort wird auch rund um die Uhr kontrolliert. Abseits davon findet ein flexibles Einsatzkonzept Anwendung. Das heißt, hier finden temporäre Stichprobenkontrollen statt. Einzig im Bereich der Saalbrücke wurde jetzt ein stationärer Container abgebaut. Hier wird dann bei Kontrollen ein Fahrzeug die verkehrstechnische Absicherung vornehmen. Im Dezember wurden 1.300 unerlaubt Einreisende festgestellt, 240 im Bereich Passau, 350 im Bereich Rosenheim, 510 in Freilassing und 130 im Bereich Kempten.